seltsam, dass ich da jetzt dieses Abzweigungsdingsbums bekommen habe, aber ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil ich den Wald habe abbrennen lassen. Vielleicht. Okay, willkommen zurück zu Half Minute Hero Super Mega Hyper Krasses Mega Neo Climax Gedönsteil. Auch wenn Dulli den Wald nicht retten konnte, so musste Bösewicht Yogaf dennoch dran glauben. Zerknirscht reist Dulli weiter neuen Abenteuern entgegen. Nächstes Mal durch die Höhle hindurch. Oh! Und hat sich das also geändert? Wir haben den verbrannten Wald ja gemieden, aber ich frag mich, wohin uns dieser Weg wohl führen würde. Ahaha! Quest 6. Der Wald des Bösen oder durch die Höhle hindurch. Dann würde ich fast sagen, wir machen das, was wir gerade freigeschaltet haben. Die Ausrüstung. Ich habe mir das Fassteil geholt, habe dann Erfolg gehabt, weil ich Fassrüstung und Fasskopf gleichzeitig anhatte. Ich werde jetzt mal hierhin zurückswitchen. Die Axt. Ja, ist das Stärkste, was wir haben. Wir lassen die Axt einfach mal an. Das Söldnerschild auch. Und dann geht's durch die Höhle hindurch. Mal gucken, wie effektiv. Ein Wels. Geil. Jodert. Schleim. Tod und Zerstörung. Ich breche diese Welt in zwei. Ich errichte eine neue Welt, in der Schmerle nicht nur Perlen vor die Säue sind. Schnei! Geht da? Alles okay, Dulli? Der Wald ist ja abgebrannt. Naja, es hilft natürlich nichts, über verschüttete Milch zu klagen. Beim letzten Mal gab es im Norden noch ein Feuer, also sind wir hier in den Süden gereist. Sieht so aus, als wirkt hier schon wieder so ein Bösewicht, die Zerstörungsmagie. Übrigens, die Burg ist hier. Allerdings liegt da dummerweise wieder mal ein Ozean im Weg. Ah. Oh? Diese Höhle sieht mir irgendwie verdächtig aus. Möglicherweise führt sie ja zu der Burg. Dulli! Sehen wir uns doch mal als erstes an, was diese Höhle zu bieten hat. Ich sage nein. Machen wir nicht. Wir gucken uns erstmal an, was der mir zu erzählen hat. Der Opa in der Hütte im Westen weiß eine Menge über die Höhle im Süden. Oh, ja gut. Was gibt's hier? Aaleintopf, 150 Gold. Ja, moin. Das Kraut kaufe ich mir auf jeden Fall schon mal. So. Oh, erstmal seine Frau anquatschen. Oh, mein Mann will einfach seine Stiefel nicht anziehen. Okay. Warum? Ich bin früher immer durch die Höhle nach Süden gegangen. Aber die Monster sind heutzutage viel übler als damals noch. Und je nach Tageszeit sind in der Höhle auch andere Monster unterwegs. Die richtig krassen Monster treiben sich dort morgens und abends rum. Ich hätte da neulich beinahe ein unschönes Ende genommen. Okay, das heißt also, wir müssen zwischen 20 und 10 wahrscheinlich in der Höhle sein. Lass mal kurz den Aaleintopf essen. Oh, jetzt ist es ein Schmerleneintopf. Je nach Tageszeit, hm? Je nach Tageszeit. Ah, ich muss von unten in die Höhle. Ein bunter Schleim. Ein Gummistiefel. Nice. Stopp. Hast du es wieder Aaleintopf? Ja. Wir nehmen den mal. Einfach weil wir dann, glaube ich, einmal diesen Mini-Erfolg hier kriegen. Den ich bei der Questauswahl gesehen habe. Gourmet. Und dann? Oh, dann müssen wir jetzt mal durch die... Oh, nee. Passt schon. Nicht durch die heftigen Monster, aber was bringt uns das hier? Rastplatz. Schmerlenkuchen. Was gibt's hier? Einen Strohhut. Kaufen wir uns. Willkommen beim Rastplatz am Meer. Ah! Errungenschaft freigeschaltet. Gourmet. Wahrscheinlich alles mal gefuttert, was es hier gibt. Ich dachte, wir können da irgendwie nach rechts rüber. Komm, wir gehen gleich mal hin. Schleim? Wer bist du? Bist du durch die Höhle gekommen?
dieser Idiot, von dem dieser Mann gesprochen hat. Das bist also du? Jetzt zeige ich dir mal, aus was für einem Holz Schmerle geschnitzt sind. Das wird schleimig. Oh. Wie viel Schaden macht ihr jedes Mal? 9, geht eigentlich. So, vollgeheilt. Passt. Was zum Fick? Hätte ich mich mal ein bisschen mehr an den Kiemen gerissen. Der Humor von dem Spiel ist irgendwie lustig. Ich mag den. Also, auf Englisch sagt man, it grows on me. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Sowas wie, ja, so langsam? So langsam? Ja, doch. So ungefähr. Wow. Hast du mich verraten? Du hast den Bösewicht zur Strecke gebracht? Sieh sie an. So kann man sich in jemanden täuschen. Oh, da fällt mir was ein. Hier, das ist für dich. Zum Dank dafür, dass du den Bösewicht erledigt hast. Also dann, alles Gute und geh gut mit dem Speer um. Hoffentlich nützt er dir. Dully erhält den Steinspeer. Danke. Sieht richtig Banane aus mit dem Speer und dem Strohhut. Und dieses Knacken. Ich weiß nicht, woran genau das liegt. Falls ihr das überhaupt hört oder ob das, ich hoffe nicht, dass das mein Headset ist. Dieses, das war gerade da war, wenn das überhaupt da war. Ich bin mir nicht sicher, ob das generell am Spiel liegt oder ob da gerade irgendwas im Argen bei mir ist. Ich hoffe mal nicht. Dully! Wenn man denkt, was der Bösewicht sagte, dann weiß der Kerl, der die Zerstörungsmagie verbreitet, über uns Bescheid. Naja, aber natürlich bist du kein Depp. Mal angenommen, das ist wirklich der Fall, dann liegen ab jetzt noch größere Gefahren vor uns. Also ist immer schön auf der Hut, Dully. Geht klar. Geht klar. Ein wunderbarer Held sind wir. Kein Fürsorger, aber ein Gourmet. Das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Außerdem haben wir alles gekauft, was da zu kaufen gibt. Das passt. Nachdem Dully den verbrannten Wald hinter sich ließ, bezwang er den Bösewicht, der eine Welt von Schmerlen für Schmerlen mit Schmerlen errichten wollte, wenn es um die kulinarische Gunst der Menschen geht. Schickten ihm darauf... Was? Das ist aber mal richtig verkackt worden, oder? Von Schmerlen für Schmerlen mit Schmerlen errichten wollte. Punkt. Müsste groß weitergehen. Wenn es um die kulinarische Gunst der Menschen geht, schickten ihm darauf Fanpost. Was? Oder auch nicht. Nächstes Mal bei Held 30, am Meer liegt eine Burg. Haben sie auch ein Lehrdings vergessen. Also, das ist es gerade so richtig heftig falsch geschrieben alles. Vorher ist das, glaube ich, noch nicht wirklich passiert. Sollen wir jetzt einfach erstmal den Weg weitergehen oder sollen wir Quest 6 machen jeweils? Komm, wir machen mal Quest 6 jeweils. Reist solo und einsam. Ist das nicht das Gleiche? Schauen wir mal. Wir starten einfach mal auch mit dem Steinspeer in der Hand. Wenn wir den überhaupt... Ah, nee, da sagt uns die Göttin jetzt gerade. Auch wenn das jetzt gerade ein bisschen falsch ist, ne? Dully, du willst dich also nochmal eine Herausforderung versuchen. Als besondere Service habe ich die Zeit bis zum Punkt zurückgedreht, an dem du erstmals hier warst. Ausrüstung, die du erst später erhalten hast, kannst du daher nicht einsetzen. Zum Beispiel wahrscheinlich den Steinspeer, den wir als Questbelohnung gekriegt haben. Das löst nämlich ein Zeitparadoxon aus und das will keiner. Mhm. Wollen wir durchstarten? Ja. Ja, ja. Wir haben die Quest zwar noch nicht gemacht, aber sie meinte es von wegen Quest 6, die wir ja da unten schon gemacht haben. Ne? Wirrholz. Flüster, flüster. Hab meine Kräfte von ihm. Auf mir wird sonst eh immer nur rumgehackt. Zerstöre also jetzt die Welt. Monster des Waldes, ergreift den Eindringling. Ohne Wenn und Aber. Flüster, flüster. Deswegen haben wir eine Axt dabei, ne? Schwupp, ich bin's, die Göttin der Zeit. Du, Dully, da wirkt wieder jemand die Zerstörungsmagie. Die Burg befindet sich ganz tief im Wald. Aber zuerst wirst du nicht umhinkommen, diese Brücke da zu überqueren. Wenn du beim Dorf angekommen bist, ist auch die Burg nicht mehr weit. Im Wald wirst du aber aufpassen müssen. Von da sind mysteriöse Stimmen zu hören. Also dann, los geht's, am besten ganz ohne Hast. Ohne Hast? Geht klar, kein Problem. Dann chillen wir uns mal hier hin. Was hast du für uns? Eine Holzfäller-Axt statt die Steinaxt? Hört sich interessant an. Und du?
Ich bin Richard, ich bin ein Minnesänger. Der Wolf ist mein Gefährte, sein Name ist Robin. Du planst den Wald zu durchqueren? Seit der Bösewicht auf der Bildfläche erschienen ist, nennen ihn die Leute ja den Wald des Bösen. Seit einiger Zeit durchstreifen Monster den Wald bei Tag und bei Nacht. Pass auf, ich hab da einen Vorschlag. Wenn du Angst hast, den Wald allein zu durchqueren, begleite ich dich bis zum nächsten Dorf, na? Ich bin kein großer Kämpfer, aber Robin hier macht mit den Monstern kurzen Prozess. Die Sache wird dich aber was kosten. Mal sehen, wenn du mir 300 Gold zahlen könntest, wäre mir das eine große Hilfe. Also wenn du das so durchziehen willst, bin ich dabei. Nee, machen wir mal nicht. Noch ein weiteres, anderes Schild. Oder ein anderer Schild. Ich mache das immer falsch, egal in welchem Spiel. Also ich hätte jetzt gern erstmal 130, also 230, um Zeit zurückzudrehen. Eventuell 360 Gold. Sind die böse drauf. Sind die heftig drauf. Das hier ist noch einfacher hier. Erstmal hier ein bisschen leveln, hä? Huh? So. Die Holzfäller-Axt nehmen wir mir. Okay. Wir haben genug Geld zum Zeit zurückdrehen. Aber lass mal gucken, was die Holzfäller-Axt hier macht. Kurzen Prozess. Oh ja, das gefällt mir. Dann würde ich sagen, einmal Zeit zurückdrehen. Na komm, wir kaufen das Ding auch. Einfach nur, damit wir es haben. Und dann geht's so weiter. Fledermäuse. Uiuiuiui. Kann ich hier was futtern? Ja, matschiger Pilz. Das hört sich doch super lecker an. Das hört sich astrein an. Na komm, wir... Nee, jetzt ist zu spät. Ich wollte sagen, wir machen uns da direkt auf den Weg, aber... Nein, ich muss... Oh, ich Vollidiot. Ich muss ja A drücken, um ins Dorf zu kommen. Oh, sehr schön. Astrein, klasse, super, toll, hey. Gut, kennen wir jetzt alles, machen wir. Erstmal einen Kampf machen, um 130 zu haben, ja? Oh, uns fehlt ein bisschen was. So, Axt kaufen. Ah, zu wenig Geld für das Kraut. So, jetzt haben wir Geld für das Kraut, danke. Das ich wahrscheinlich eh gleich benutzen darf. Na, wobei. Doch. Gleich ein neues kaufen. Uiuiuiui. Haben wir das? Okay. Holen wir uns auch, danke. Und dann versuchen wir mal halbwegs schnell durchzukommen. Wobei, matschigen Pilz und dann geht's hier rein. Flister, flister, komm nicht in die Quere. Doch, komm ich. Oh, flister, flister, dabei stand ich so kurz davor. Sorry, Baum. Quest hinter uns gebracht, alles gekauft. Reisender, warte doch mal bitte. Vielen Dank, dass du die Welt gerettet hast. Das ist ein Zeichen unseres Dankes. Alles Gute. Danke. Du, der Held Komfortsandalen. Ja, nice. Schnieke. Gute Arbeit, Dolly. Aber ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Selbst diesem Baum hat er die Zerstörungsmagie beigebracht. Wir können nicht zulassen, dass diese Person weiterhin diese unsäglichen Zauber verbreitet. Lass uns gehen, Dolly. Wir werden uns bereits an anderer Stelle gebraucht. Geht klar. Ah, nach jeder Quest diese Teile da, ne? Okay, Reist solo haben wir, einsam haben wir nicht.
Ich mach das jetzt mal kurz nochmal und hol mir dann den Begleiter. Das heißt, wir können hier alles überspringen. 300 Gold brauchen wir für den. Okay. Erstmal 130 für die Axt. Dann... Scheiße, wir haben ja gar kein zweites Kraut mehr gekauft. Eieiei. Das hätte böse enden können. Also wir brauchen insgesamt 400. Und das gibt nicht so viel Kohle, ne? Komm, einer geht noch. Ah, wir müssen aber die Zeit zurückdrehen. Aber... Sobald wir 300 haben... Oh, das war vielleicht ein bisschen arg verschwendet jetzt gerade mit dem Kraut. Oh, ich Vollidiot. Hi. Ich nehme dich mit, danke. Danke! Tut mir leid, als Künstler muss man finanziell eben schauen, wo man bleibt. Also gehen wir. Danke, Richard und Robin. Richard ist mit dabei, nice. Dann lass uns doch gleich mal gucken, was dein Hund hier macht. Er spielt hier Gitarre nebenbei. Oh, sag mal, kann ich dich was fragen? Du hast wirklich vor, den Bösewicht auszuschalten? Weißt du, die Sache ist nämlich die... Ich schreibe gerade ein Lied, das von der Reise eines Helden handeln soll. Na komm schon, sammle eine Inspiration. Erzähl mir auf unserem Weg ein wenig von deinen Reisen und deinen Abenteuern. Geht klar? Das mache ich doch gern. Aha, aha! Du bist dem König begegnet und dann? Wow! So, so. Du bist also viel mehr als nur ein flinkes Kerlchen. Du hast ja so einiges durchgemacht. Ja, hab ich. Ah, sieht so aus, als wären wir im Dorf angekommen. Nicht viel los hier. Naja, aber da wären wir zumindest. Komm, Robin, verabschiede dich schön brav bei Dulli. Na, normalerweise traut er sich sonst nur an mich so heran. Mach's gut, Dulli. Vielleicht sehen wir uns ja schon bald wieder. Und das Lied kriegen wir nicht zu... Ja, Gesicht, Gehör. Schade. Hätte ich gerne vorgetragen. Wir haben zwar kein Kraut mehr zum Heilen, aber das sollte auch so funktionieren. Ja, locker. Flop. Da gibt mir die Übersicht. Oh. Keine Ahnung, was das einsam ist, aber... Bei Reissole hatten wir. Was wäre denn einsam? Keine Ahnung. Egal. Wir machen weiter. Und ich nehme mal kurz den Schluck, weil ich hier gerade so viel am... Ne? Mit der Hilfe eines Minnesängers auf Reisen und dessen Wolf durchquerte Dulli den Wald und bezwang den bösen Baum. Warum da wünscht sich Dulli jetzt auch ein Haustier? Nächstes Mal bei Held 30! Berg des Mutes. Okay, die haben alle nichts Neues, Wichtiges zu sagen, dann lassen wir das auch. Quest 7, Berg des Mutes. Prächtig und Feigling gibt's da. Wie schaut's denn mit der Ausrüstung aus? Ich nehme jetzt mal den Söldnerschild. Die Sandalen. Oh, warte mal, wir haben auch... Stimmt, wir haben auch die Gummistiefel bekommen. Nö, dann lassen wir mit den Gummistiefeln weitermachen. Okay, die Holzverlags ist das Heftigste, was wir schadensmäßig haben. Nehmen wir. Auf geht's! Berg des Mutes. Wow, was bist du denn? Fratzor. Sehr passend. Ein Glück, dass hier einen Felsbrocken lebt. Jetzt kann ich in Ruhe meine Zerstörungsmagie nehmen. Ein Hoch auf anorganische Substanzen.
Geht klar? Hey! Es gibt Probleme, Dolly. Der Bösewicht wirkt seine Magie. Was das Problem ist? Sie ist ja an! Ein Felsbrocken blockiert den Weg. So kommst du nicht zur Burg des Bösewichts. Du ahnst also, was das bedeutet? Gib auch diesmal dein Bestes, Dolly. Geht klar. Wir holen uns einfach zerschmettern und dann passt das. Bergeintopf, yummy yummy. Was gibt's hier? Ein Prunkpanzer, 3000 Gold. Wow. Kann man den hier überhaupt bekommen? Bin mir nicht sicher. Wir können es aber versuchen. So, was hast du hier? Häuptling des Feuerstammes. Für uns vom Feuerstamm ist dieser Berg heilig. Fremde haben dort nichts verloren. Du möchtest unbedingt hier durch, um die Welt zu retten. Fremde dürfen keinen Fuß auf den Gipfel setzen, aber wir haben großen Respekt vor deinem Mut. Geh nach Osten zum Pfad der Prüfungen und hol dir die Mutmedaille aus der Höhle. Wenn du mit der Mutmedaille zurückkehrst, gewähren wir dir Zutritt zum Gipfel des Berges. Der Weg ist ganz einfach. Geh zu dem Felsbrocken, der den Weg nach Osten blockiert. Okay. Was? Ich wollte eigentlich noch im Dorf was machen. Dein Mut wird bei einer Prüfung unterzogen werden. Ja. Unser Deutsch im Stamm ist nicht so gut. Der Junge des Feuerstammes hat den Fels beiseite gerückt. Also dann. Okay, danke. Und wieder zurück. Ich möchte nämlich ein... Oh, ein teures Kraut verkauft die. Ja, hoffentlich ballert das so richtig. Man kann mit dem Zelt sprechen? Zelt des Feuerstammes sagt gar nichts. Ja, seltsam, oder? Seltsam. Ah, fuck. Nicht schnell genug reagieren können. Na gut. Ah, ich hasse das, wenn man da ganz kurz hängen bleibt. Das ist so unnötig. Oh Mann. Ja, wir müssen die Zeit noch nicht zurückdrehen. Ein Kampf geht schon noch. Der Weg ist abgeschnitten. Vor dir fließt rotglühende Lava. Willst du dennoch riskieren, die Stelle zu überqueren? Es ist der Pfad des Mutes, ja. Du hast es geschafft, die Lava zu überqueren. Danke. Und wir haben die Mutmedaille erhalten. Schön, 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 schön. Halt! Bist du derjenige, welcher sich die Mutmedaille ohne Erlaubnis genommen hat? Lass die Medaille hier und geh. Wenn du gehorchst, wirst du nicht bestraft werden. Hier lass nun fliehen? Nein. Ah, dann wirst du jetzt meine wahre Macht zu spüren bekommen. Ach du Scheiße. Vergängliches Wesen. Nun ist es zu spät, um Vergebung zu bitten. Dein Mut ist wahrhaftig. Keine Drohung wird dich von deinem Weg abbringen. Dachte ich mir, dass das ein Test ist. Du bist ein wahrer Held. Die Mutmedaille ist wie für dich gemacht. Nun geh, Held. Danke. Machen wir. Dann kommen wir da zurück, ja? Oh, wir können jetzt mit dem Zelt sprechen. Gut gemacht. Nun nimm die Mutmedaille und untersuche das Monument im Norden. Der Pfad zum Gipfel wird sich öffnen. Ah, ich möchte aber, danke, wieder zurück. Zelt des Feuerstammes. Auf dem ersten Grasfeld lebt ein Monster, das eine große Menge Gold mit sich führt. Interessant. Auf dem ersten Grasfeld. Oh, jetzt ist das Kraut günstiger. Weil wir unseren Mut bewiesen haben, oder wie? Auf dem ersten Grasfeld. Ah, ich muss die Zeit zurückdrehen. Dann lass mal auf dem ersten Grasfeld gucken. Meinen die das hier überhaupt? Und wenn ja, wie triggert man es? Oh. Scheiße, ich hasse es, da hängen zu bleiben. Woo! Bist du dir da sicher?
Ah, die meinen wohl das da. Nice. Ja, nicer Dicer. Wir nehmen den Prunkpanzer. Schnieke, oder? Ast rein. Den Eintopf nehmen wir auch. Und dann ab zum Monument. Und auch gleich ab hier rein. Du hast es tatsächlich bis hierher geschafft. Du hast den Fels weggeräumt und bist den weiten Weg hierher gekommen. Doch für deine Reise ist hier Endstation. Na, mal gucken. Was? Ich bin es, für den hier Endstation ist. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Prunkpanzer. Erst rein. Junge des Feuerstands. Hey, warte. Du hast großes Potenzial. Das hier soll dir gehören. Behandle sie gut. Also dann. Seine Schwester? Oh, nee. Eine Bronzelanze. Naja. Gut gemacht, Uli. Die Mitglieder des Feuerstamms mögen sehr stolz sein, aber sie haben das Herz am richtigen Fleck. Aber zuerst Bäume, jetzt Felsen. Wir haben es mehr und mehr mit verschiedenen Arten von Bösewichten zu tun. Puh, ich bin gespannt, was für ein Bösewicht das nächstes auf uns wartet. Und Uli? Na, du machst das schon. Immer weiter so. Ja. Überlass es einfach mir. Überlass es einfach mir. Oh, prächtig und Feigling. Aber nur ein wahrer Held, weil wir wahrscheinlich zu lange gebraucht haben. Warum haben wir eigentlich Feigling bekommen? Wir waren doch mutig. Naja. Naja, was soll's. Der Feuerstamm erkannte seinen Mut an und im Gegenzug vertrieb Dulli das Böse von ihrem heiligen Berg. Weiter so, Dulli. Befreie die Welt von alle Bösen. Nächstes war bei Held 30. Unendliche Wüste. Ich bin aber dafür, dass das nächste Mal bei Held 30 an Burg jenseits des Ozeans kommen wird. Also, macht's gut. Bis dann und ciao.